Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Xenosaga Episode 1 der Wille zur Macht für die PlayStation 1. Wir sind das letzte Mal wohl bei der Kukai Foundation hier angekommen und werden nun begrüßt. Mal schauen, wer das ist. Die zwei Mädchen kennen wir ja, aber wer ist der junge Mann in der Mitte? Wir finden es heraus. New Year's Eve is the best time to visit. The evening metropolis is quite a sight to behold with all her lights. Gainan Kukai, the managing director of the Kukai Foundation. Junior? What was that? Nothing. Nice to meet you. Welcome to the Kukai Foundation. I heard about your situation from Captain Matthews in Chaos. Is everything all right? Yes. Thank you for all your help. Enjoy your stay. What's wrong with me? Acting so rudely towards someone I just met. And you must be Momo. I've received word from Yuri Mizrahi of the contact subcommittee. We'll make sure you get to Milsha safely. From Mommy? Right. She told me to take good care of you. Can I talk to her? Well, she seemed pretty busy. Oh, I see. Why doesn't Mommy ever want to see me? I'll let you know as soon as I hear from her again. All right. Thank you very much. It can't be. Was verunsichert ihn da? That android Cosmos, she's got an incredible amount of potential, you know. There's no way she's just a prototype. I'm also concerned about how she resonated with the emulators. The Hilbert effect. I heard they lost the archetype, but it looks like there's more to this than it seems. And don't forget about her engineer. What was her name? Xion? I think she might be onto us. And our powers. No way. She's just an ordinary human. She might not be as ordinary as you think. I doubt it. She seems normal enough to me. I guess it's possible, though. After all, she's involved in the highest classified part of that project. The same one Helmer's involved in. The Zohar Project. Listen. Why don't we lay off the Mizrahi talk for a while? Concerned about that Momo girl? Don't look at me like that. You think she likes being called the child of a madman? After all, we were both there when Mizrahi finally met his end. We saw what happened. You know that girl's a Realian. Her memory might be imprinted with something. So you're saying the image she holds of Mizrahi is a false one? I don't know. That's why I want you to lay off when you're around her. At least, for now, anyway. If you're that concerned about her, why don't you invite her down to the beach? I'm sure it'll help take her mind off of things. Man, I told you, it's not like that. Hey. What's this? Man, it's a stainless steel finished Makalov! With the original box and everything! I won it at a Lion's Heart auction. It was part of their antique weapons collection. This isn't like you. You're up to something. Not at all. I just thought I'd reward you for all the hard work you've done for us recently. Have I gone too far? Don't go shooting that thing all over the place. Remember, you're older than I am. Try to act like it once in a while, all right?
Ich glaube, das wird nichts geilen. Ich glaube eher nicht. It's open. Chief, we better get going soon. Yeah. What's wrong? Maybe it's just me, but you've been acting gloomy ever since we boarded this ship. Hmm? No. Really, it's nothing. What? You really think I'm acting like that? Yep. No doubt about it. Hmm. See? Just like that. Oh, I just have a lot on my mind. I'm sure that's all it is. Are you sure? If something's bothering you, I'd be more than happy to listen. Hey, Shion! Let's go out and play! Hmm? I'll wait for you over at the shuttle launch, so hurry, okay? See you there! Nun denn, ich werde mich auf den Weg zum Abschlusspad machen. Also Chief, vergewissere dich, dass du auch dorthin kommst. Ach ja. Ja, ja, ist schon klar. Ja, Junior ist ein bisschen lebhaft. Er hat eine neue Waffe geschenkt bekommen und geht voll ab wie so ein Zäpfchen. Naja. Jetzt müsste ich aber erstmal gucken, wo sind die Regeneration Sets hin? Kann ich die nur in dieser Gaming-Phase verkaufen? Wenn ja, wäre das natürlich blöd. Hm. Merc Verdict. Wollen wir mal gucken. Hier ist der EVS. Ich guck mir das nochmal an jetzt. So. Hab. Außerdem könnte ich auch mal diese anderen Files einmal ausprobieren. Hier diesen Battle Passport, den Card Passport. Kann ich ja alle an EVS-Dingern machen, ne? Hier auch, X-Minigame, Drill Passports. Ich glaube, da werde ich eine separate Folge zu machen. Aber ich gehe nochmal ins Casino. Weil ich möchte jetzt wissen, was mit den Dingern ist, die ich da geholt habe. Data Viewer. Price Exchange. Recovery Sets. Ach so! Ah, jetzt verstehe ich's. Ah, jetzt verstehe ich es. Okay. Das ist natürlich klar. Ich könnte jetzt hingehen und mir... Okay, immer noch keine 500 Münzen kaufen. Das werde ich aber auch nicht machen. Jetzt bin ich mir wenigstens wieder schlauer, was das angeht. Diese Recovery-Sets kann man also quasi so ansehen, dass man sie verkauft. Da kriegt man wenigstens ein bisschen was raus. Aber ganz ehrlich, das ist nicht so mein Ding, es so zu machen. Es gibt ein anderes Spiel, wo man auch ein Casino hat, wo man das auch auf die Art und Weise versuchen kann. Das ist Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs für die PlayStation 2. Da geht es auch mit einem Casino, dass man sich ein paar gute Gegenstände erwirbt. Aber da bin ich ehrlich, dauert mir das auch zu ewig. Das habe ich auch selten gemacht. Und ehrlich gesagt möchte ich in diesem Spiel eigentlich schon recht möglichst weit vorankommen, jetzt in diesen Aufnahmeblöcken, die ich mache. So, das war die Residential Area. Was erwartet uns denn als nächstes für einen Ort? Lalala, lalala, lalala. Moment. Da muss ich wieder in meine Notizen gucken. Da, da, da. Nee, das war's auch nicht. Ach so. Okay. Jetzt weiß ich wieder, wo ich hin muss. Gut, 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 gut. Bin mir sicher, dass ich weiß, wo ich hin muss. Wir müssen nämlich zum Dock. Dahin. Ab dafür. So. Heppala. Da sind wir am Dock. Okay. So, es ist schon interessant, wie groß das Ganze ist hier. Und da ist auch Cosmos. Mal gucken, was sie uns zu sagen hat. Oh, Sigi ist auch da. Shion, ich werde das Service-Modul auf der Elsa zurückbringen für mein reguläres Datenupdate. Okay. Sigi?
Ich schätze eure Einladung, aber ich muss unsere aktuelle Situation im Komitee mitteilen. Es ist keine Chance, die man öfters bekommt. Geht weiter und habt Spaß. Okay, Sigi. Ist also eher eine Spaßbremse, mein Freund. Wir könnten hier die Elsa betreten. Dann könnte ich... Ich könnte mal jetzt nachgucken, bis jetzt mit der Elsa funktioniert, was ich da machen kann. Das wäre ja mal interessant. Dieses Optionale, was ich mal angefangen habe, ob ich das jetzt beenden kann. Ich denke eher nicht, dass das geht. Weil, das ja schon wieder eine Zeit lang weg ist. Das Problem. Obwohl ja alle wieder hier rumlaufen. Ich bin mal gespannt, vielleicht geht's ja. Dass ich die Karte jetzt bekomme. Wäre interessant, wenn es jetzt geht. Ich denke aber eher nicht. Also. Gucken wir mal. Ah. Captain ist da. Mal gucken, was er sagt. Hey, es ist selten, dich so selbst zu sehen. Wo sind die alle? Ah. Schade, er sagt nichts. Hoffentlich war das mit der Karte jetzt nicht so wichtig, dass ich die nicht geholt habe. Ah, dann muss ich das ansonsten nochmal nachholen. Den Speicher habe ich ja noch. Würk. Nun ja. Nichtsdestotrotz könnte ich jetzt eigentlich schauen, weil weitermachen lohnt sich jetzt nicht in den nächsten Minuten, weil ich den Aufnahmeblock gleich beenden werde. Hey, was denkst du von der EVS-Platte hier? Ja, haben wir schon mal gehabt, das Thema. Ja, ja, genau. Hast recht. Volle Lotte. Hau rein, Kollege. Das hatten wir alle schon. Das hatten wir schon. Mann, das hatten wir schon. Mäh. Map. So. Ich glaube, ich werde mal in die Tech-Punkte von Shion schon mal ein bisschen was reinhauen. Hier mit 537 Tech-Punkten, da können wir ja ein bisschen was tun. Den Spell Ray können wir mal hochpushen. Fum. Fum. Oh, der Spell Ray ist auf Stufe 6 jetzt. Also den kann man richtig schön hochpushen. Die anderen eher nicht. Naja. So viel zu dem Thema. Die anderen sind also nicht so gut ausgebildet, was das Ganze angeht. Gut, einen Zwischenspeicher werde ich auf jeden Fall machen. Dann werde ich versuchen, euch gleich noch mit reinzuholen ins Video. So, zack. Jetzt haben wir knappe eine halbe Stunde wieder seit dem letzten Mal gespeichert. Die Speicheranzahl wird übrigens bei diesem Spiel nicht gezählt. Es gibt ja Spiele, die zählen manchmal die Speicherungen mit. Das ist aber in diesem Spiel vollkommen uninteressant, wie oft ihr speichert oder sonst was. Das beeinflusst auch nichts. Das Einzige, was wirklich so teilweise beeinflussen würde, das werde ich euch in dem Spiel nennen. Da gibt es aber auch nicht viele Stellen. So, dann wollen wir doch mal hier nach oben gehen. Mal gucken, Arceus ist auch hier oben. Geheim ins private Strand. Es war immer noch, es sollte immer noch errichtet werden, das seit dem letzten Mal, als ich hier war. Also wird es das erste Mal sein, dass ich ihn sehen werde. Oh, was sagt Momo denn? Geheim ins privater Strand? Ich kann nicht abwarten, zu sehen, wie der aussieht. Was sagt Alan? Viele Dinge sind passiert seit Vuglinde, also kann ich verstehen, dass du dich ein bisschen, was du da ausbrütest. Aber lasst uns auf Junior hören und uns unsere Sorgen für eine Weile vergessen. Okay, dann springen wir mal an. Shion, warum siehst du so niedergeschlagen aus? Lass uns beeilen und zum Strand gehen. Ich zeig dir das Ganze. Okay. Wollen wir doch mal gucken. Ab dafür. So, was sagst du uns? Die Foundation ist ein lustiger Ort mit vielen Geschäften und Restaurants. Ich hoffe, ihr habt Spaß an eurem Aufenthalt. Okay. Das ist also das Pod, was uns quasi dorthin bringen wird. Das Shuttle ist explosiv nur für direkte Flüge zur Kukai Foundation. Möchtet ihr zur Foundation fliegen? Ja, das werden wir. Allerdings machen wir das erst beim nächsten Mal von Let's Play Xenosaga Episode 1, der Wille zur Macht. Bis dahin, sprach der Raven Knight nimmermehr.